Kapitel 33 von Das Waldbauernbübel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Rühl. Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger, Kapitel 33. Als ich zur Drachenbinderin ritt. Wenn mein Vater am Sonnabend beim Rasieren saß, da musste ich unter den Tisch kriechen, weil es über dem Tisch gefährlich war. Wenn mein Vater beim Rasieren saß, wenn er seine Backen und Lippen dick und schneeweiß eingeseift hatte, dass er aussah wie der Stallbub, welcher der Kuhmarkt über den Milchrahm gekommen, wenn er dann das glasglänzende Messer schliff an seinen braunledernen Hosenträger und hierauf langsam damit gegen die Backen fuhr, da hub er an, den Mund und die Wangen und die Nase und das ganze Antlitz derart zu verzerren, dass seine lieben, guten Züge schier gar nicht mehr zu erkennen waren. Da zog er seine beiden Lippen tief in den Mund hinein, dass er aussah wie des Nachbars alter Veit, der keine Zähne mehr hatte. Oder er dehnte den Mund nach links oder rechts in die Quere, wie der Köhlersanitat, wenn sie mit den Hühnern keifte. Oder er drückte ein Auge zu und blies eine Wange an, dass er war wie der Schneider Tinli, wenn ihn sein Weib gestreichelt hatte. Die spaßhaftesten Gesichter der ganzen Nachbarschaft fielen mir ein, wenn der Vater beim Rasieren saß, und da kam mir das Lachen. Darauf hatte mein Vater stets liebevoll gesagt, »Gib Ruh, Bübel!« Aber kaum die Worte gesprochen waren, wuchs wieder ein so wunderliches Gesicht, dass ich erst recht herausplatzte. Er guckte in den kleinen Spiegel, und schon meinte ich, sein schiefes Antlitz werde in ein Lächeln auseinanderfließen. Da rief er plötzlich, »Wenn du keine Ruhe gibst, Bub, so hau ich dir den Seifenpinsel über.« Kroch ich denn unter den Tisch, und das Kichern schüttelte mich wie die Nässe den Pudel. Der Vater aber konnte sich ruhig rasieren und war nicht mehr in Gefahr, über seine und meine Grimassen selbst in ein unzeitiges Lachen auszubrechen. So war's einmal an einem Winterabend, dass der Vater beim Seifenschüsselchen saß und ich unter dem Tisch, als sich draußen in der Vorlaube jemand den Schnee von den Schuhen stapfte. Gleich darauf ging die Tür auf, und ein großer Mann trat herein, dessen dichter roter Schnurrbart Eiszapfen trug, wie draußen unser Bretterdach. Er setzte sich gleich nieder auf eine Bank, zog eine bauchige Tabakspfeife aus dem Lodenmantel, fasste sie mit den Vorderzähnen, und während er Feuer schlug, sagte er, »Tust dich balbieren, Waldbauer!« »Ja, ich tu mich ein wenig balbieren«, antwortete mein Vater und kratzte mit dem Scherenmesser und schnitt ein Gesicht. »Na, ist recht«, sagte der fremde Mann. Und später, als er schon von Wolken umhüllt war und die Eiszapfen bereits niedertröpfelten von seinem Barte, tat er folgende Rede. »Ich weiß nicht, Waldbauer. Wirst mich kennen oder nicht? Ich bin vor 5 Jahren einmal an deinem Haus vorbeigegangen und hab beim Brunnen einen Trunk Wasser genommen. Ich bin von der Stanz, bin der Drachenbinderin ihr Knecht. Ich bin da um deinen größeren Buben.« Mir unter dem Tisch schoss es bei den Worten heiß bis in die Zehen hinaus. Mein Vater hatte nur einen einzigen größeren Buben, und der war ich. Ich duckte mich in den finstersten Winkel hinein. »Um meinen Buben bist da«, entgegnete mein Vater. »Den magst wohl haben, den werden wir leicht entraten. Halt ja, er ist gar nicht so schlimm.« Bauersleute reden gern so herum, um ihre vorwitzigen Kinder zu necken und einzuschüchtern. Allein der Fremde sagte, »Nicht so, Bauer, gescheiterweis. Die Drachenbinderin will was aufschreiben lassen, ein Testament oder sowas. Und sie weiß weit und breit keinen zu kriegen, der das Schreiben tät verstehen. Jetzt, da hat sie gehört, der Waldbauer im Alpel hätt so ein ausbündig Bübel, dem solch ein Ding im kleinen Finger stecken tät. Und so schickt sie mich her und lass dich bitten, Bauer, du sollst die Freundschaft haben und ihr deinen Bub auf einen Tag hinüberleihen. Sie wollt ihn schon wieder fleißig zurückschicken und ihm was geben zum Lohn.« Wie ich das gehört hatte, klopfte ich mit den Schuhspitzen schon ein wenig an den Tischragen. Das täte mir gleich nicht übel gefallen. »Geh«, sagte mein Vater, da er auf einem Backen bereits glatt gekratzt war. »Wie könnt denn mein kleiner Bub jetzt im tiefen Winter in die Stanz gehen? Ist ja völlig 4 Stunden hinüber.« »Freilich wohl«, versetzte der große Mann. »Deswegen bin ich da. Er steigt mir auf den Buckel hinaus.« »Verstehst schon«, darauf mein Vater, »Buckelkraxen tragen.« »Nu, und nachher wird's wohl gehen, Waldbauer. Und wenn der Sonntagabend kommt, trag ich ihn dir wieder ins Haus.« »Je nu, dasselb weiß ich wohl, dass du mir ihn wieder redlich zurückstellst«, sagt mein Vater.
Und wenn die Drachenbinderin was will schreiben lassen, und wenn du der Drachenbinderin ihr Knecht bist, und wenn mein Bübel mit dir will, meinetwegen hat's keinen Anstand.« Die Worte hatte er bereits mit glattem, verjüngtem Gesicht gesprochen. Eine Weile nachher stak ich in meinem Sonntagsgewand. Glückselig über die Bedeutung ging ich in der Stube auf und ab. »Du ewiger Jud, du«, sagte mein Vater, »hast mehr kein Sitzfleisch?« Aber mir ließ es keine Ruhe mehr. Am liebsten hätte ich mich sogleich auf das breite Genick des großen Mannes niedergelassen und wäre davongeritten. Da kam erst die Mutter mit dem Sterz und sagte, »Esset ihn, ihr zwei, ehe ihr fortgeht.« Umsonst hatte sie es nicht gesagt. Ich habe unseren breitesten hölzernen Löffel nie noch so hochgeschichtet gesehen, als zur selbigen Stunde, da ihn der fremde große Mann von dem Sterzdruck unter seinen Schnurrbart führte. Ich aber ging in der Stube auf und ab und dachte, wie ich nun der Drachenbinderin ihr Schreiber sein werde. Als hierauf die Sache insoweit geschlichtet war, dass die Mutter den Sterzdruck über den Herd stülpen konnte, ohne dass auch nur ein Brosamen herausfiel, da hüpfte ich auf das Genick des Mannes, hielt mich am Barte fest und ritt denn in Gottes Namen davon. Schon ging die Sonne unter. In den Tälern lagen Schatten, die fernen Schneehöhen der Almen hatten einen mattroten Schein. Als mein Gaul über die kahlen Weiden aufwärts trabte, da trug ihn der Schnee, aber als er in der Gegend des jungen Lärchenwuchses und des Fichtenwaldes kam, da wurde die Bodenkruste trügerisch und brach ein. Jedoch darauf war er vorgesehen. Als wir zu einem alten, hohlen Lärchenbaum kamen, der sein Geäste recht keck in die Luft hinausreckte, hielt er an, langte mit einer Hand in die schwarze Höhlung und zog ein paar aus Weiden geflochtene Fußscheiben hervor, die er an die Schuhsohlen band. Mit diesen breiten Sohlen begann er die Wanderung von Neuem. Es ging langsam, denn er musste die Füße sehr weit auseinander biegen, um die Scheiben füreinander zu bringen, aber mit solchen Entenfüßen brach er nicht mehr durch. Auf einmal, es war schon finster und die Sterne leuchteten klar, hub mein Gaul an, mir die Schuhe loszulösen, zog sie zuletzt gar von den Füßen und tat sie in seine aufgebundene Schürze. Dann sagte er, »Jetzt, Bübel, steck deine Pfötelein da in meine Jackentaschen, dass die Zehen nicht herabfrieren.« Meine vorgereckten Hände nahm er in die seinen und hauchte sie mit dem warmen Atem an, was anstatt der Handschuhe war. An meinen Wangen kratzte die Kälte, der Schnee winselte unter den Scheiben, so ritt ich einsam fort durch den Wald und über die Höhen. Ich ritt über den ganzen langen Grat des Hochbürstlings, wo ich nicht einmal zur Sommerszeit noch gewesen war. Ich presste zuweilen, wenn es schon ganz langsam ging, meine Knie in die Weichen, und mein Gaul ertrug es willig und ging, wie er konnte, und er wusste den Weg. Ich ritt an einem Pfahle vorbei, auf welchem Winter und Sommer der heilige Viehpatron Erhardi stand. Ich kannte den heiligen Erhardi von daheim. Ich und er hatten zusammen die Aussicht über meines Vaters Herden. Er war immer viel angesehener als ich. Ging ein Rind zugrunde, so hatte ich, der Haltersbub, die Schuld. Gediehen die anderen recht, so hatte er das Lob. Nun tat's mir wohl, dass er sah, wie ich es zum Rittersmann gebracht. Endlich wendete sich der Lauf, ich ritt abwärts über Stock und Stein und immer niederwärts einem Lichtlein zu, das unten in der Tiefe flimmerte. Und als so alle Bäume und Gegenden an mir vorübergegangen waren und ich vor mir den dunklen Klumpen mit der kleinen Tafel des Lichtscheines hatte, stand mein guter Christoph still und sagte, »Du liebes Waldbauernbügel, da du mir fremden Menschen so unbesonnen gefolgt bist, wohl könnte es sein, dass ich schon jahrelang einen Groll hätte gegen deinen Vater und dass ich dich jetzt in eine Räuberhöhle führte. Horchte ich einen Augenblick so hin. Weil er zu seinen Worten nicht mehr beisetzte, so sagte ich in demselben Tone, da mein Vater mich der Drachenbinderin ihrem Knechte so anvertraut hat und da ich so unbesonnen gefolgt bin, so wird der Drachenbinderin ihr Knecht keinen Groll haben können und mich nicht in eine Räuberhöhle führen. Der Mann hat nach diesen meinen Worten in sein Bart gepfustet. Bald darauf hub er mich auf einen Strunk an der Wand und sagte, »Jetzt sind wir bei der Drachenbinderin ihrem Haus.« Er machte an dem dunklen Klumpen eine Tür auf und trug mich hinein. In der kleinen Stube war ein Herd, auf dem das Häuschen Glut lag, ein Kienspan, der brannte, und ein Strohlager, auf dem ein Kind schlief. Daneben stand ein Weib, das schon sehr alt und gebückt war und das im Gesicht schier so blass und faltenreich aussah, wie das grobe Nachtkleid, in das es gehüllt stand. Dieses Weib stieß, als wir eintraten, jauchzende Töne aus, hub dann heftig zu lachen an und verbarg sich hinter dem Herde.
Das ist die Drachenbinderin, sagte mein Begleiter. Sie wird gleich zu dir reden, setze dich hieweilen auf den Schemel da neben dem Bett und tu deine Schuhe wieder an. Ich tat es und er setzte sich daneben auf einen Holzblock. Als das Weib still geworden war, trippelte es am Herde herum und brachte uns in einer Tonschüssel eine graue, dampfende Mehlsuppe und zwei beinerne Löffel dazu. Der Knecht aß würdevoll und beharrlich, mir wollte es nicht schmecken. Zuletzt stand der Knecht auf und sagte leise zu mir, »Schlaf wohl, du Waldbauernbub«, und ging davon. Und als ich in der schwülen Stube allein war mit dem schlummernden Kinde und dem alten Weibe, da hob es mir an, unheimlich zu werden. Doch nun trat die Drachenbinderin heran, legte ihre leichte, hagere Hand an meine Wange und sagte, »Dank dir Gott, unserem lieben Herr, dass du zu mir gekommen bist. Es währet kein halbes Jährlein noch, seit mir meine Tochter ist gestorben. Das da«, sie deutete auf das Kind, »ist mein junger Zweig, ist ein gar armer Wurm, wird mein Erbe sein. Und jetzt höre ich schon wieder den Tod anklopfen an meiner Tür. Ich bin alt schon, an die 80 Jahre. Mein Leblang habe ich gespart. Mein Sargbett will ich mir wohl erbetteln von guten Leuten. Mein Mann ist früh gestorben und hat mir das Drachenbinderhäusel, wie es genannt wird, zurückgelassen. Meine Krankheiten haben mir das Häusel wieder gekostet, sind's aber nicht wert gewesen. Was ich hinterlass, ist meinem Enkelkind zu eigen. In sein Köpfel geht's heute noch nicht hinein, und in die Hand geben kann ich's keinem Menschen. So will ich's schreiben lassen, dass es bewahrt ist. Durch den Schulmeister in der Stanz will ich's nicht tun, und der Doktor kann's ohne Stempelgeld vielleicht nicht machen. So haben die Leute vom Waldbauernbuben erzählt, der wär so hoch gelehrt, dass er einen letzten Willen wüsst zu schreiben. Und hab ich dich von weiten Wegen bringen lassen. Morgen tu mir die lieb, und heute geh zur friedsamen Ruh. Sie geleitete mich zu dem brennenden Span in eine Nebenkammer. Die war nur aus Brettern geschlagen. Ein Lager von Heu und eine Decke aus dem dicken Sonntagskleide des Weibes war da, und in einem Winkel stand aus wurmstichigem Holz ein winziges Kirchlein mit zwei Türmen, in welchem Glöcklein schrillten, so oft wir auf den schwankenden Fußboden traten. Die Drachenbinderin steckte den Span in ein Turmfenster, segnete mich mit einem Daumenkreuze, und bald darauf war ich allein in der Kammer. Es war kalt. Ich fröstelte vor dem Winter und vor dem Weibe, das meine Gastfrau war, aber noch ehe ich mich ins Nest verkroch, machte ich mit Neugierde die Tür des Kirchleins auf. Eine Maus huschte heraus. Die hatte wohl eben an dem goldpapiernen Altare und der pappenen Hand des heiligen Josefs ihr Nachtmahl gehalten. Es waren Heilige und Engel da und bunte Fähnlein und Kränzlein, ein lieblich Spiel. Ich meinte, das sei gewiss der alten Drachenbinderin ihre Pfarrkirche, weil das Weib doch schon viel zu mühselig, um nach Stanz zum Gottesdienst zu wandern. Ich betete vor dem Kirchlein mein Abendgebet, worin ich den lieben Herrgott bat, mich in dieser Nacht recht zu beschützen. Dann löschte ich den Span aus, dass er nicht zu dem Turmfenster hineinbrennen konnte, und legte mich auf das Heu. Mir kam es vor, als wäre ich losgerissen von mir selber, ein gelehrter Schreiber in einem fernen, kalten Hause, während der wahrhaftige Waldbauernbub daheim in dem warmen Nestlein schlummere. Als ich endlich im Einschlafen war, hörte ich drinnen in der Stube wieder das kurz aufgestoßene Jauchzen und bald darauf das heftige Lachen. Was ergötzt sie denn so sehr und wen lacht sie aus? Ich sann auf Flucht. Ein Wandbrett wäre doch leicht ausgehoben, aber der Schnee. Erst gegen Morgen schlief ich ein und träumte von einer roten Maus, die allen Heiligen der Kirche die rechte Hand abgebissen hatte. Und zum Turmfenster sah mein Vater mit den eingeseiften schiefen Backen heraus und erhielt einen brennenden Span im Mund. Ich schluchzte und kicherte zugleich. Als ich endlich erwacht war, spielte es, als wäre die Kammer ein Käfig mit silbernen Spangen. So strahlte das weiße Tageslicht durch die aufrechten Bretterfugen. Und als ich hinausging, vor die Tür, da staunte ich, wie eng die Schlucht und wie fremd und hoch und winterlich die Berge waren. Im Hause schrie das Kind und jauchzte wieder die Drachenbinderin. Bei der Frühsuppe war auch mein Gaul wieder da. Aber er sagte schier kein Wort. Er sah nur auf sein Essen, und als dieses um war, stand er auf, setzte seinen großmächtigen Hut auf und ging gegen Stanz hinaus zur Kirche. Als das Weib das Kind beruhigt, die Hühner gefüttert und andere Dinge des Hauses getan hatte, schob es den Holzriegel vor die äußere Tür, ging in die Kammer und hub mit den kleinen Glocken des Kirchleins zu läuten an.
Dann entzündete sie zwei Kerzen, die am Altare standen, und dann tat sie ein Gebet, wie ich meiner Tage keines gehört habe. Sie kniete vor dem Kirchlein, streckte die Hände aus und murmelte: Von wegen der Marterwunden deiner rechten Hand, du kreuzsterbender Heiland, tu meine verstorbenen Eltern erretten, wenn sie noch in der Pein sind. Schon der Jahre ein halbes Hundert sind sie in der Erden, und heut noch höre ich meinen Vater rufen um Hilf mitten in der Nacht. Von wegen der Mauerwunden deiner linken Hand lass dir empfohlen sein, meiner Tochter Seel. Sie hat kaum mögen die Welt anschauen, und wie sie dem Gatten das Kindlein in die Hand will legen, da kommt der bittere Tod und tut sie uns begraben. Von wegen der Marterwunden deines rechten Fußes will ich dich bitten, wohl im Herzen für meinen Mann und für meinen Blutsfreund und Guttäter, und dass du den Waldbauernbuben nicht wolltest vergessen. Von wegen der Marterwunden deines linken Fußes, du kreuzsterbender Heiland, sei auch eingedenk in Lieb und Gnaden all meiner Feinde, die mich mit Händen haben geschlagen und mit Füßen haben getreten. Von wegen der Marterwunden deines heiligen Herzens, sei zu tausend und tausendmal angerufen. Du gekreuzigter Gott, schließe mein Enkelkind in dein göttliches Herz. Sein Vater ist bei den Soldaten in weitem Feld. Ich hab leicht kein langes Verbleiben, du musst dem Kind ein Vormund sein. Ich bitte dich. Amen. So hatte sie gebetet. Die roten Kerzen brannten fromm. Ich hab gemeint zur selben Stund, wenn ich der liebe Herrgott wäre, ich stiege herab vom Himmel und tät das Kind nehmen in meine Händ und tät sagen: Auf das du siehst, Drachenbinderin, ich halt's an meinem Herzen warm und will sein Vormund sein. Aber ich bin der Liebherrgott nicht gewesen. Nach einer Weile sagte das Weib: Jetzt heben wir zu schreiben an. Aber wie wir wollten zu schreiben anheben, da war keine Tinte, keine Feder und kein Papier. All miteinander hatten wir falsch gedacht. Sie, dass ich das Zeug mitbringen, ich, dass sie es im Haus haben würde. Ach, sagt sie, das ist ein Kreuz. Ich hatte einmal das Geschichtchen gehört von jenem Doktor, der in Ermangelung der Dinge sein Rezept an die Stubentür geschrieben. Es war hier der Nachahmung wert, fand sich aber keine Kreide im Haus. Ich wußte mir keinen Rat, und ich schämte mich unsagbar, daß ich ein Schreiber ohne Feder war. »Waldbauernbub«, sagte das Weib, »leicht hast du's auch mit Kohlen gelernt.« »Ja, ja, mit Kohlen, wie sie auf dem Herde lagen, das war ein Mittel.« »Und das ist in Gottes Namen mein Papierblatt«, sprach sie, und hob die Decke eines alten Schrankes empor, der hinter dem Ofen stand. In dem Schranke waren Lodernschnitzel, ein Stück Linnen und ein rostiger Spaten. Als die Drachenbinderin bemerkte, dass ich auf den Spaten blickte, wurde sie völlig verlegen, deckte ihr altes Gesicht mit der blauen Schürze und murmelte: »Es ist wohl eine Schande.« Mir fuhr's ins Herz. Ich hielt das für einen Vorwurf, dass ich kein Schreibzeug bei mir hatte. »Wirst mich rechtschaffen auslachen, Waldbauernbub, dass er gar so rostig ist«, lispelte die Alte. »Aber tu ja nichts Schlechtes von mir denken. Ich kann halt nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin schon gar so viel ein mühseliger Mensch.« Jetzt verstand ich vielleicht, das arme Weib schämte sich, dass es den Spaten nicht mehr handhaben konnte und dass dieser so rostig geworden. Ich suchte mir am Herd ein spitzes Stück Kohle. Die Kiefer ist so gut und leiht mir die Feder, dass ich das Testament, oder was es sein wird, der alten Drachenbinderin vermag aufzuschreiben. Als also der falbfarbige Schrank offen stand und ich bereit war, auf die Worte des Weibes zu hören und sie zu verzeichnen, dass sie nach vielen Jahren dem Enkel eine Botschaft seien, da tat die Alte neben mir plötzlich ein helles Aufjauchzen. Eilig wendete sie sich seitab, jauchzte zwei- und dreimal und brach zuletzt in ein heiseres Lachen aus. Ich zerrieb in der Angst fast die Kohle zwischen meinen Fingern und schielte nach der Tür. Als das Weib eine Weile gelacht hatte, war es still, tat einen tiefen Atemzug, trocknete sich den Schweiß, wendete sich zu mir und sagte: »So schreib. Hoch werden wir nicht zählen. Fang aber doch an im oberen Eck.« Ich legte die Hand auf das oberste Eck des Deckbrettes. Hierauf sprach das Weib folgende Worte: »Eins und eins ist Gott allein. Das, du Kind meines Kindes, ist dein eigen.« Ich schrieb die Worte auf das Holz. »Zwei und zwei«, fuhr sie fort, »zwei und zwei ist Mann und Weib. Drei und drei das Kind dabei. Vier und fünf,
bis 8 und 9, weil die Sorgen zahllos seien. Bet, als hättest keine Hand, Arbeit, als wär kein Gott bekannt. Trage Holz und denk dabei, kochen wird mir Gott den Brei. Als ich diese Worte schlecht und recht geschrieben hatte, senkte sie den Deckel auf den Schrank, versperrte ihn sorgsam und sagte zu mir, jetzt hast du mir große Guttat erwiesen. Jetzt ist mir ein schwermächtiger Stein vom Herzen. Diese Truhen da ist das Vermächtnis für mein Enkelkind. Und jetzt kannst du sagen, was ich dir geben soll für deinen Dienst. Ich schüttelte den Kopf und wollte nichts verlangen, als dass ich das Sprüchel auswendig lernen und mit heimtragen dürfe. So gut schreiben und so weit herreisen und eine ganze Nacht Kälte leiden und zuletzt nichts dafür nehmen wollen, das wär sauber, rief sie. Waldbauernbub, das konnt ich nicht angehen lassen. Ich blinzelte durch die offene Tür ein wenig in die Kammer hinein, wo das Kirchlein stand. Da roch sie's gleich. Mein Hausaltar liegt dir im Sinn, sagte sie. Gottes wegen, du magst ihn haben. Man kann's nicht versperren wie die Truhen, das liebe Kirchel, und die Leute täten's mir doch nur verschleppen, wenn ich nicht mehr bin. Bei dir ist's in Ehren, und du denkst wohl an die alte Drachenbinderin zur heiligen Stund, wenn du betest. Das ganze Kirchlein hat sie mir geschenkt. Und das war jetzt vielleicht die größte Seligkeit in meiner ganzen Kindschaft. Gleich wollte ich es auf die Achsel nehmen und forttragen über die Alpe zu meinem Hause, aber das Weib sagte, »Du lieber Närrisch, das kund wohl auf alle Mittel und weiß nicht sein. Kommt erst der Knecht heim, der wird einen Rat schon wissen.« Und als der Knecht heimgekommen war und mit uns das Mittagsbrot gegessen hatte, da wusste er einen Rat. Er band mir das Kirchlein mit einem Strick auf den Rücken, dann ließ er sich nieder vor dem Holzblock und sagte, »Jetzt, Bübel, reit wieder auf!« Saß ich denn das zweite Mal auf seinem Nacken, steckte die Füße in seine Jackentaschen wie in Steigbügel und umschlang mit den Händen seinen Hals. Die Alte hielt mir das erwachende Kind noch vor, dass es mir das Händchen hinhalte, sagte noch gute Worte des Dankes, huschte hinter den Ofen und jauchzte. Ich aber ritt davon, und an meinem Rücken klöpfelten die Heiligen in der Kirche, und in den Türmen schrillten bei jeder Bewegung die Glöcklein. Als der Mann mit mir emporgestiegen war bis zu den Höhen des Bürstlings und sich dort wieder die Schneescheiben festband, da fragte ich ihn, warum denn die Drachenbinderin allfort so jauchzt und lache. »Das ist kein Jauchzen und Lachen, liebes Waldbauernbüblein«, antwortete mir der Mann. »Die Drachenbinderin hat eine Krankheit zu tragen. Sie hat jahrelang so ein Schlucksen gehabt und ist nach und nach, wie der Bader sagt, das Krampfschreien und das Krampflachen daraus geworden. Jetzt ballt sich ihr Eingeweide zusammen, und wenn sie in der Erregung ist, so hat sie die Anfälle. Sie kann auch keine Speisen mehr vertragen und sieht den Tod vor Augen. Ich entgegnete kein Wort, blickte auf die schneeweißen Höhen, auf den dämmerigen Wald und sah, wie wir an dem reinen Sonntagnachmittag sachte abwärts stiegen gegen mein Heimatshaus. Ich dachte, wie ich die Kirche, die ich zum Vermächtnis bekommen, nun aufstellen wolle in der Stube und darin Gottesdienst halten, auch für das arme Weib, das vor lauter Kranksein jauchzen musste. Etliche Wochen darauf sind die Glöcklein zur Trauer geläutet worden. Ende von Kapitel 33. Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheimer Main.